Japanisch Dusche Basis 2 Reise ins Land der aufgehenden Sonne 第一章驚きの到着 Kapitel 1 Ankunft mit Überraschung Hallo und herzlich willkommen bei Yiki! In unserer Einführung zu diesem Kurs und im ersten Teil der Japanisch-Sprachdusche hast du bereits einiges über die Kultur Japans erfahren und auch schon die ersten japanischen Wörter, Sätze und Dialoge gelernt. Im zweiten Teil begleitest du Mio und Kai auf ihrer gemeinsamen Entdeckungstour durch Japan. Und wie du es schon von uns gewohnt bist, versorgen wir dich mit weiteren spannenden Infos zu Japan und ganz nebenbei lernst du auch noch viele neue Vokabeln und Sätze. Also, lass uns zusammen eintauchen. Willkommen in Japan. Japan vereint wie kaum ein anderes Land Tradition und Moderne. Du findest Tempel und Klöster, Kalligraphie, Kimonos und den japanischen Fächertanz genauso wie modernste Technik und höchste Effizienz. Ganz gleich, ob du mit dem Shinkansen, dem schnellsten Zug der Welt, durch die abwechslungsreiche Landschaft fährst, auf Pilgerwegen wanderst, in heißen Quellen badest oder das japanische Essen genießt. Um der japanischen Kultur ein bisschen näher zu kommen, ist die Sprache ein entscheidendes Element. Lass uns mit einem einfachen Beispiel anfangen. Japan heißt landessprachlich Nippon, was aus den beiden Schriftzeichen Ni für Sonne und Pon für Beginn zusammengesetzt ist. Japan wird daher auch das Land der aufgehenden Sonne genannt. Neben dem sprachlichen Teil wirst du auch Tipps bekommen, wie du dich bei einem Aufenthalt in Japan zurechtfindest. Wir möchten dir aber auch eine Idee davon geben, woher diese Besonderheiten kommen und was das Wesentliche der japanischen Kultur ausmacht. In dieser Sprachdusche wirst du Kai bei seiner ersten Reise durch Japan begleiten. Dort wird er Mio wieder treffen, die er in Düsseldorf kennengelernt hat. Sie hat ihm angeboten, einige Zeit im Haus ihrer Eltern zu wohnen. Kai freut sich schon seit langem auf diese Reise und hat sich so gut es geht vorbereitet. Wie du es aus der Basisdusche 1 schon kennst, hörst du gleich eine Reihe von Vokabeln und kurzen Sätzen mit deutscher Übersetzung, die du dir ganz entspannt anhörst. Es folgen die Dialoge von Mio und Kai, die die zuvor gehörten Vokabeln aufgreifen. Und zum Abschluss jedes Kapitels hörst du dann noch einige Sätze zum Nachsprechen. Lausche nun zunächst den Vokabeln und kurzen Sätzen und lass dich tragen von den Stimmen, dem Klang der Worte und der Musik. Je wohler du dich dabei fühlst, desto leichter wird es dir fallen, diese Sprache zu lernen. Es geht los. Odoroki. Überraschung. Odoroki. Tōchaku. Ankunft. Tōchaku. Odoroki no tōchaku. Ankunft mit Überraschung. Odoroki no tōchaku.Entschuldigen Sie bitte. Daijoubu desu ka? Ist alles in Ordnung? Daijoubu desu ka? Iie. Nein. Iie. Eki. Bahnhof. Eki. Michi. Weg. Michi.Made. Bis. Made. Eki made no michi. Der Weg zum Bahnhof. Eki made no michi. Wakarimas. Ich verstehe, ich weiß. Wakarimas. Wakarimasen. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht. Wakarimasen.駅までの道がわかりません。Ich weiß den Weg zum Bahnhof nicht. 駅までの道がわかりません。そうですか。Ist das so? そうですか。初めて。Zum ersten Mal. 初めて。
日本は初めて。Zum ersten Mal in Japan. 日本は初めて。日本は初めてですか? Sind Sie zum ersten Mal in Japan? 日本は初めてですか? 到着。 Ankunft. 到着。到着しました。 Ich bin angekommen. 到着しました。たった今。 Gerade eben. たった今。たった今到着しました。 Ich bin gerade eben angekommen. たった今到着しました。本当ですか? Wirklich? 本当ですか? 日本語。 Japanisch. 日本語。上手。 Geschickt sein. 上手。上手ですね。Sie können das gut. 上手ですね。日本語が上手ですね。Ihr Japanisch ist gut. 日本語が上手ですね。日本語がとても上手ですね。Ihr Japanisch ist sehr gut. 日本語がとても上手ですね。まだまだです。Noch lange nicht. まだまだです。どこへ? Wohin? どこへ? 行きたいです。Ich möchte fahren. 行きたいです。どこへ行きたいですか? Wohin möchten Sie fahren? どこへ行きたいですか? 大阪まで。 Bis nach Osaka. 大阪まで。大阪まで行きたいです。Ich möchte nach Osaka gehen. 大阪まで行きたいです。私も。Ich auch. 私も。私も大阪まで行きます。Ich fahre auch bis nach Osaka. 私も大阪まで行きます。電車。Zug. 電車。電車で。Mit dem Zug. 電車で。電車で行きますか? Fahren Sie mit dem Zug? 電車で行きますか? 新幹線で。Mit dem Shinkansen. 新幹線で。新幹線で行きます。Ich fahre mit dem Shinkansen. 新幹線で行きます。こちらです。Hier entlang. こちらです。駅はこちらです。Der Bahnhof ist hier entlang. 駅はこちらです。行きましょう。Lassen Sie uns gehen. 行きましょう。一緒に。Zusammen. 一緒に。一緒に行きましょう。Lassen Sie uns zusammen gehen. 一緒に行きましょう。ありがとうございます。Vielen Dank. ありがとうございます。助かります。Das hilft mir sehr. 助かります。ところで。Übrigens. ところで。Kai です。Ich bin Kai.カイです。はじめまして。Schön, Sie kennenzulernen. はじめまして。どこから? Von wo, woher? どこから? どこから来ましたか? Woher kommen Sie? どこから来ましたか? ドイツからです。Ich komme aus Deutschland.ドイツからです。滞在。Aufenthalt. 滞在。日本に滞在します。Ich halte mich in Japan auf. 日本に滞在します。
どのくらい Wie lange ungefähr? どのくらいどのくらい日本に滞在しますか Wie lange bleiben Sie ungefähr in Japan? どのくらい日本に滞在しますか3ヶ月 Drei Monate 3ヶ月6ヶ月 Sechs Monate 6ヶ月1年 Ein Jahr 1年決めていません Ich habe mich nicht entschieden 決めていませんまだ決めていません Ich habe mich noch nicht entschieden まだ決めていませんしたいです Ich will machen したいです何をしたいですか Was wollen Sie machen? 何をしたいですか知りたいです Ich möchte kennenlernen 知りたいですもっと Mehr もっともっと知りたいです Ich möchte mehr kennenlernen もっと知りたいです文化 Kultur 文化の文化をもっと知りたいです Ich möchte die Kultur mehr kennenlernen の文化をもっと知りたいです日本の文化をもっと知りたいです Ich möchte die Kultur Japans mehr kennenlernen 日本の文化をもっと知りたいです上達 Verbesserung 上達上達したいです Ich möchte verbessern 上達したいです空手も上達したいです Ich möchte mein Karate verbessern 空手も上達したいですいいですね Das ist gut いいですね好きです Ich mag 好きです空手が好きです Ich mag Karate 空手が好きですさあ Also さあ買いましょう Lassen Sie uns kaufen 買いましょう切符 Fahrkarte 切符切符を買いましょう Lassen Sie uns die Fahrkarten kaufen 切符を買いましょう片道 Einfacher Weg 片道片道切符 Karte für eine einfache Fahrt 片道切符往復 Hin- und Rückweg 往復往復切符 Hin- und Rückfahrkarte 往復切符これは切符です Hier ist die Fahrkarte これは切符ですどうぞ Bitte sehr, bitte schön どうぞホーム Bahnsteig ホームホームに行きましょう Lassen Sie uns zum Bahnsteig gehen ホームに行きましょう Dialog 驚きの到着 Dialog Ankunft mit Überraschung Kais Flug nach Japan wurde aufgrund eines Wettereinbruchs umgeleitet und er landet in Tokio statt in Osaka, weshalb er jetzt auf der Suche nach einem Zug ist. Glücklich, endlich angekommen zu sein, aber auch etwas müde von der langen Reise, ist Kai ein wenig überfordert vom riesigen Bahnhof in Tokio. Doch plötzlich spricht ihn eine freundliche ältere Dame an und fragt, ob sie ihm weiterhelfen könne. Hi. 大丈夫ですか? いいえ、
駅までの道がわかりません。そうですか。日本は初めてですか？はい、たった今到着しました。本当ですか？日本語が上手ですね。いいえ、まだまだです。そうですか。どこへ行きたいですか？大阪まで行きたいです。私も大阪まで行きます。電車で行きますか？はい、新幹線で。駅はこちらです。一緒に行きましょう。ありがとうございます。助かります。ところで、私はカイです。はじめまして。私は山本愛子です。はじめまして。どこから来ましたか？ドイツからです。どのくらい日本に滞在しますか？3ヶ月か、6ヶ月か、1年か。まだ決めていません。日本で何をしたいですか？日本の文化をもっと知りたいです。空手も上達したいです。空手ですか。いいですね。私も空手が好きです。さあ、切符を買いましょう。往復切符を買いますか？片道切符を買いますか？片道切符です。片道ですね。これは切符です。どうぞ、乗り場に行きましょう。Sätze zum Nachsprechen. Es folgen nun einige Sätze mit Pausen zum Nachsprechen. Versuche dabei einfach den Klang und den Sprachfluss nachzumachen und dich dabei wohlzufühlen. 日本は初めてですか？たった今到着しました。日本語が上手ですね。まだまだです。どこへ行きたいですか？大阪まで行きたいです。新幹線で行きます。駅はこちらです。一緒に行きましょう。どこから来ましたか？ドイツからです。何をしたいですか？日本の文化をもっと知りたいです。切符を買いましょう。ホームに行きましょう。